Hast du dich je gefragt, warum Kartoffelchips diese leckeren, knusprigen Wellen haben? Hm? Stell dir vor, du schaust mit Freunden einen Film und ihr esst Chips. Dippst du lieber mit einem gewellten Chip oder mit einem glatten? Die glatten können kaum das Gewicht der Soße halten und zerbrechen. Zack, schon hast du die Soße auf dem Shirt. Gewellte Chips sind also besser. Außerdem fühlen sie sich im Mund besser an. Kartoffelchips haben einen öligen Geschmack, der das Kartoffelaroma übertüncht. Deine Finger werden auch ganz fettig und das macht auch keinen Spaß. Also, was ist dir lieber, gewellte oder glatte Kartoffelchips? Schreib's in die Comments. Strichcodes haben unser Leben so viel leichter gemacht, aber weißt du auch, wie sie funktionieren? Die Zebrastreifen sind das Entscheidende. Strichcodes werden mit Scannern gelesen. Der Scanner liest mithilfe eines Lasers das Muster. Ein Teil des Lichts wird absorbiert, der Rest wird reflektiert und der Computer entschlüsselt die Punkte, Linien und Zahlen. Stell dir die schwarzen und weißen Linien als Nullen und Einsen vor. Schwarz absorbiert das Licht, weiß reflektiert das Licht. Die schwarzen Bereiche stehen für Einsen, die weißen für Nullen. Der Scanner erfasst nur die weißen Bereiche, die schwarzen nicht. Klebezettelchen erinnern uns freundlich an unsere Termine. Zumindest solange sie sicher an der Wand hängen. Wir verwenden Klebenotizen nämlich schon immer falsch. Man darf sie nicht von unten nach oben ziehen. Dadurch entsteht eine Wölbung im Papier und sie kleben nicht lange an der Oberfläche. Zieh sie stattdessen von links nach rechts ab. So kleben sie besser. Eine süße Wolke, die einzigartige Zuckerwatte. Sie ist unwiderstehlich, vor allem für Kinder. Zu viel Zucker und schlecht für die Zähne, ermahnt uns jeder Zahnarzt. Und jetzt kommt die Überraschung. Der Erfinder der Zuckerwatte war ein Zahnarzt. Ja, Zuckerwatte wurde 1895 von John C. Wharton, seines Zeichens Süßigkeitenhersteller, und William Morrison, dem Zahnarzt, erfunden. Sie nannten ihr Produkt Feenzahnseide. Abgespaceder Name. Bei der Weltmesse in St. Louis 1904 verkauften sie tausende Portionen. Zuckerwatte ist immer noch der Renner und Zahnärzte behandeln weiterhin Löcher in Zähnen. Manche Dinge ändern sich nie. Na, liebst du Lutscher? Warum hat der Stiel diese kleinen Löcher? Sie eignen sich ja vielleicht gut als simple Pfeife, aber eigentlich dienen sie dazu, den Lutscher an Ort und Stelle zu halten. Der Stiel wird in flüssigen Sirup getaucht. Der fließt in die Löcher und die Masse erstarrt um den Stiel. Der Kühlschrank war eine lebensverändernde Erfindung, aber nur wenige wissen, dass sich eine finstere Geschichte hinter seiner Tür verbirgt. 1956 wurde in Amerika das Kühlschranksicherheitsgesetz erlassen, um zu verhindern, dass kleine Personen darin eingesperrt werden können. Früher hatten die Geräte einen Riegel, der nur von außen geöffnet werden konnte. Mit diesem Gesetz mussten alle Kühlschränke so gefertigt werden, dass sie auch von innen zu öffnen sind. Gehen wir nun ins Badezimmer. Wer scrollt nicht durch seinen Instagram-Feed, während er auf der Schüssel sitzt? Hm? Stell dir vor, auf der Welt besitzen mehr Menschen ein Handy als eine Toilette. Einem Bericht der UN zufolge mangelt es Milliarden Menschen an Zugang zu richtigen Toiletten, vor allem in Südasien und Schwarzafrika. Die Anzahl der Handybesitzer übersteigt die Besitzer eines vernünftigen Wasserklosetts bei weitem. Wissenschaftler fanden außerdem heraus, dass sich auf Handys mehr Bakterien befinden als auf einer Klobrille. Also ja, vielleicht solltest du mal dein Handy desinfizieren, wenn du mit diesem Video fertig bist. Nutzt du FaceTime oder Skype für die weltweite Kommunikation? Wahrscheinlich benutzt du es zum Quatschen, als Meeting oder was auch immer, aber die Webcam-Technologie wurde aus einem ganz anderen Grund erfunden. 1993 installierten Forscher des Informatikfachbereichs der Universität von Cambridge ein System, um nachzusehen, ob die Kaffeekanne leer oder voll war. Ja, du hörst richtig. Die Forscher brauchten Kaffee als Treibstoff für ihr Denkorgan, waren aber zu faul, um aufzustehen und womöglich eine leere Kanne vorzufinden. Statt jemandem die Verantwortung für den Kaffee zu übertragen, entwickelten sie ein System, das Bilder der Kaffeemaschine übertrug. Zu dieser Zeit waren es 3 Bilder pro Minute. Das reichte locker aus, um festzustellen, ob die Kanne leer war oder nicht. Also vielen Dank an die Forscher, dass sie nicht aufstehen wollten und dass aus ihrer brillanten Idee etwas so Großartiges werden konnte. So, nächste Frage. Kaufst du weiße Eier oder braune Eier? Wo liegt überhaupt der Unterschied?
Da braune Eier etwas mehr kosten, könnte man meinen, dass irgendwas an ihnen den höheren Preis rechtfertigen würde. Aber nein, die Farbe hat nichts mit dem Nährwert oder der Qualität zu tun. Beide Varianten sind gesund. Aber braune Eier kosten mehr, weil die Hennen, die diese Eier legen, mehr Futter benötigen. Ihre Aufzucht ist teurer als die der Weißleger. Die Kosten werden an die Konsumenten weitergegeben. In manchen Pfannenstielen befindet sich ein kleines Loch. Wir nutzen es gerne, um das Küchenutensil irgendwo aufzuhängen. Aber sie können noch viel mehr. Stell dir vor, du kochst in mehreren Töpfen ein Festessen für die Familie. Die Küchenzeile ist überfüllt und du weißt gar nicht, wohin mit diesem Kochlöffel. Steck ihn doch einfach durch das Loch im Pfannenstiel. Da ist er sicher, bis du ihn wieder brauchst. Allerdings passt nicht jeder Löffel durch das Loch. Am besten probierst du es aus, solange er noch sauber ist. Stell dir vor, du hast auf dem Heimweg eine Box Nudeln mit diversen Beilagen besorgt. Du bist gerade erst umgezogen und alle Teller sind noch in Kisten verstaut. Jetzt kämpfst du mit der Schachtel, weil die Beilagen alle am Boden vergraben sind und die Soße auch nicht gleichmäßig verteilt ist. Es kann aber ganz einfach sein, aus einer solchen Box zu essen. Falte die Ecken auseinander und schon hast du einen Teller. Und das Beste ist, dass du ihn danach nicht abwaschen musst. Hast du gewusst, dass die Tomate gar kein Gemüse, sondern Obst ist? Für Avocados gilt dasselbe. Wassermelonen sind eigentlich Beeren. Erdnüsse gehören überhaupt nicht zu den Nüssen. Sie unterscheiden sich arg von Mandeln und Cashews. Erdnüsse wachsen nämlich in der Erde. Sie werden wie Kartoffeln angebaut. Oberirdisch bilden sie einen Busch. Man zieht sie wie Mohrrüben aus dem Boden. Nüsse hingegen wachsen auf Bäumen. Also, wenn das nächste Mal jemand Erdnüsse isst, kannst du mit deinem Wissen richtig angeben. Lebensmittel nach Obst und Gemüse zu klassifizieren, kann aber auch wirklich anstrengend sein. Weißt du, wer das T-Shirt erfunden hat? 1904 veröffentlichte die Cooper Underwear Company eine Reklame, die ihr neues Produkt mit Vorher-Nachher-Bildern präsentierte. Bezeichnet wurde die Neuschöpfung als Unterhemd. Der Werbespruch lautete: Keine Sicherheitsnadeln, keine Knöpfe, keine Nadel, kein Faden. Wie der Name vermuten lässt, wurden sie unter der Kleidung getragen. Schließlich wurde festgelegt, dass Matrosen keine Unterhemden mit Knöpfen unter ihrer Uniform tragen dürfen. Die Liebe zum T-Shirt verbreitete sich daraufhin wie ein Lauffeuer. Schon bald wurden sie von tausenden Männern getragen. Heute sind sie fester Bestandteil unserer Garderobe. Trägst du sie auch so wie damals die Matrosen?